In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du ein Buntbart-Schloss ganz einfach knacken kannst, wenn abgeschlossen wurde und du das Ganze eben nicht mehr geöffnet bekommst, weil sich zum Beispiel ein Kind in einem Zimmer eingesperrt hat oder etwas Ähnliches. Ich simuliere das Ganze jetzt nur und habe die Tür auf, abgeschlossen ist aber trotzdem, wie du eben auch an dem Riegel sehen kannst. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, du schraubst einmal die Abdeckung hier ab. Dafür musste ich jetzt einmal den Türgriff abnehmen. Da ist ein Imbus meistens dran, den kannst du lösen, dann kannst du diesen abziehen. Und hier sind jetzt bei mir Schrauben dran, das kann bei dir natürlich anders aussehen. Die löse ich auch einmal komplett und nehme dann diese Blende eben einfach einmal komplett ab. Denn jetzt kann ich hier durch den Schlüssel sehen, der steckt auf der anderen Seite nämlich noch. Das ist natürlich Voraussetzung dafür, dass dieser Trick Nummer 1 funktioniert. Du kannst jetzt nämlich, wenn du vorsichtig bist, den Schlüssel mit einer Zange greifen und ihn von dieser Seite aus ganz einfach herumdrehen. Du musst eben nur aufpassen, dass du den Schlüssel nicht aus Versehen durchschiebst, weil dann hast du ihn natürlich verloren, dann funktioniert dieser Trick nicht mehr. Wie du hier sehen kannst, kann ich das Ganze wirklich ganz einfach auf- oder zudrehen und so könnte ich die Tür schon mal wirklich einfach mit Hilfe einer Zange öffnen von der anderen Seite. Für die zweite Technik habe ich einmal einen Kleiderbügel genommen, das obere Ende abgeknipst und wie du hier siehst, ein bisschen zurechtgebogen. Die Spitze habe ich ein wenig platt gehauen und ich habe hier einen kleinen 90-Grad-Winkel sozusagen eingebaut und die Spitze ist ungefähr 2,5 cm lang. Als erstes muss der Schlüssel jetzt durchgesteckt werden bzw. rausgeschossen werden. Das geht natürlich ganz einfach mit einem Schraubenzieher. Jetzt gehe ich mit meinem Werkzeug, was ich mir hier selber gebastelt habe, in das Schloss. Ich zeige das jetzt einmal so. Dann kannst du das Ganze ein bisschen besser sehen, wenn es abmontiert ist. Ich gehe quasi in das Schloss rein und versuche dann den Bolzen ganz einfach aufzudrehen, damit der Schließzylinder sich hier einmal öffnet. Das heißt, ich gehe rein, gucke, dass ich ein bisschen in diese Richtung gehe und versuche es dann weg vom Schloss zu drücken. Denn da ist der Zylinder jetzt ja draußen und der soll ganz einfach in die andere Richtung gedreht werden. Das erfordert ein wenig Fingerspitzengefühl und sicherlich schaffst du es nicht direkt beim ersten Mal. Doch wenn du diesen erst einmal gegriffen hast, so wie du es hier siehst, jetzt drehe ich es nach rechts von mir aus, dann bekomme ich das Ganze auch schon geöffnet. Der Bolzen ist jetzt reingefahren und somit ist die Tür wieder geöffnet. Ich zeige es dir nochmal. Zack und schon ist er wieder drin. Versuch das Ganze bei dir mal aus. Wenn dir das Video geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne, ob es bei dir auch funktioniert hat und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.